Wir sind nun im Winter angekommen. Weiter geht's mit einem Ausblick auf die Veranstaltungshighlights der kommenden Wintersaison. Schon ab 29. Dezember 2010 gibt's jeden Mittwoch die legendäre Snow Night in Zell am See. Die coole Snowboard- und Freestyle-Show beginnt um 20 Uhr bei der Talstation des City Express. Rund 8 Wochen lang gehören die Montage den Karbunner Show- und Snow-Artisten. Ab dem 10. Jänner bis Ende Februar 2011 steigt um 20 Uhr auf der Piste des Lechnerbergs die Ski- und Snowboard-Show. Cool her geht's ab dem 15. Jänner 2011 im Volvo Eiscamp auf dem Gletscher des Kitzsteinhorns. Das Eiscamp ist eine mehr als 10.000 Quadratmeter große Iglo-Welt, also eine exklusive Wohnwelt in klirrender Kälte und das auf 2.500 Metern Höhe. Das Camp ist bestens ausgestattet, neben einem Schauraum und einem Speisesaal aus Eis gibt es eine Eisbar mit kalten Drinks und coolem Ambiente. Geschaffen wurde das alles aus mehr als 5.000 Kubikmetern Schnee und 60 Tonnen Eis. Für die Übernachtung stehen komfortable Wohniglus im Volvo Eiscamp zur Verfügung. Noch höher hinaus geht es vom 23. bis 30. Jänner 2011, denn da ist die Region wieder Schauplatz der Zell am See Karbrunn Gasballon-Trophy. Eine Woche lang dreht sich alles um tollkühne Ballonfahrer, die mit ihren schwebenden Körben für eine besondere Kulisse sorgen. Abseits der Bewerbe bieten die Veranstalter auch heuer wieder ein spannendes Rahmenprogramm. Die Nacht der Ballone in Zell am See am 26.01.2011 und in Karbrunn am 27.01.2011 bilden den Auftakt zu dieser Veranstaltung. Die Ski- und Snowboardschulen und die Nostalgie-Skifahrer begeistern mit ihren Skidemonstrationen die Zuschauer. Die Freaks on Snow sorgen für Ski- und Snowboard-Akrobatik in höchster Vollendung. Die Ballone und ein Feuerwerk bilden eine beeindruckende und farbenfrohe Kulisse für die Veranstaltung. Übrigens, Sie haben bei der Zell am See Karbrunn Ballon Trophy 2011 auch die Möglichkeit, mit einem der Heißluftballone mitzufahren. Der Andrang ist jedes Jahr enorm. Also wer mitfahren möchte, früh genug reservieren, lohnt sich. Zell am See veranstaltet am 3. Februar 2011 bereits zum dritten Mal das Night Race. Das ist ein Nachtslalom mitten in den Straßen von Zell am See. Den Auftakt macht ein VIP-Rennen und unter den prominenten Startern sind ehemalige erfolgreiche Skirennläufer und Größen anderer Sportarten. In der allgemeinen Klasse kann dann jeder sein Talent und Können unter Beweis stellen. Ein Tipp: Gute Slalomtechnik ist gefragt, um beim Sekundenkrimi in der Fußgängerzone vorne mit dabei zu sein.